is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Trachtet nach himmlischen Dingen. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn die Kinder Gottes ihren Blick von den Dingen dieser Welt abwenden und ihn stattdessen auf den Himmel und auf himmlische Dinge richten, dann werden sie ein besonderes Volk sein, weil sie dann die Gnade und Güte und Barmherzigkeit Gottes erkennen, die Gott den Menschenkindern erzeigt hat. Seine Liebe wird in ihnen Gegenliebe wecken. Und ihr Leben wird ihrer Umgebung beweisen, dass sie vom Geist Gottes geführt und geleitet werden, dass sie nach himmlischen Dingen trachten, nicht nach irdischen. Wenn wir an den Himmel denken, dann dürfen wir unsere Fantasie bis zum Äußersten einsetzen und die erhabensten Gedanken denken, die wir überhaupt denken können. Unser Geist wird müde in dem Bemühen, die Breite und Tiefe und Höhe dieses Themas auszuschöpfen. Unser Verstand kann die großartigen Themen der Ewigkeit unmöglich erfassen. Und ebenso wenig können wir uns um Verständnis bei diesen Dingen bemühen, ohne dass unser ganzes Wesen von dieser Bemühung zum Guten geprägt wird und ein aufbauender Einfluss auf unser Denken ausgeübt wird. Wenn wir darüber nachdenken, wie Christus in unsere Welt kam, um für den gefallenen Menschen zu sterben, dann ahnen wir etwas von dem Preis, der für unsere Rettung bezahlt wurde. Und wir erkennen, dass es getrennt von Gott keine wahre Güte und Größe gibt. Nur durch das Licht, das vom Kreuz Golgathas herleuchtet, können wir merken, in welchen Abgrund der Sünde und Verkommenheit die Menschheit durch ihren Ungehorsam gefallen ist. Nur an der Länge der Kette, die vom Himmel herabgelassen wurde, um uns heraufzuziehen, können wir erkennen, in welche Tiefen wir gesunken sind. Und nur dann können wir überhaupt etwas von dem wunderbaren Thema Erlösung begreifen, wenn wir die unsichtbare Wirklichkeit im Blickfeld behalten. Wir sind beinahe daheim. Bald werden wir die Stimme des Erlösers hören, voller als jede Musik, die uns sagt, euer Kampf ist zu Ende, geht ein zu eures Herrn Freude. Das ist ein beglückendes Segenswort. Ich möchte es so gerne von seinen unsterblichen Lippen hören. Ich möchte ihn preisen. Ich möchte ihn ehren, der auf dem Thron sitzt. Ich möchte, dass meine Stimme durch die himmlischen Höfe hallt und widerhallt. Werdet ihr auch dort sein? Gott helfe uns und erfülle uns mit seiner ganzen Fülle und Kraft. Dann können wir die Freuden der kommenden Welt schmecken. The Lord is coming. Are you ready?